Was geht ab, Leute? Das ist wieder Janka Plus. Heute, ihr seht es schon, mit einem Video, einer kleinen Preview zu Far Cry 3. Ja, wie bin ich dazu gekommen? Ich habe vor kurzem diesen wirklich sehr coolen Trailer gesehen und dachte mir, ich trage mal die Informationen zusammen, mache mal so eine kleine Zusammenfassung, auch um mal eine Alternative zu MW3 zu haben. Und ja, ich würde diesen Trailer gerne auch zuerst zeigen. Und ja, ich lasse euch mit den Bildern erstmal allein und melde mich danach wieder. Not yet. Here we are. Good. Jace, look at this place. Unbelievable. Paradise. Hey, Nikki, where are we again? Island's not on the map. Let's hit it. Do some exploring. And there's our boat. Yeah! Guys, I'm on a boat. Where did you find this guy? Hey, Doug, check this out. Are those real? You getting this? You recording? Oh, yeah. My man Jason brings the heat. Hey, put it down. Go now. Go. Okay, we got it. We're leaving. Let's go, man. What a dick. Okay. But this is the last one. Cheers, guys. Cheers. Hey, Doug. That's what I'm talking about. It's fucking easy, man. Just fucking pull the fucking trigger. What do you want from me, man? Let's go, man. Shoot me. No, come on. Shoot me, motherfucker. Let's go. Shoot me, motherfucker. Come on. Oh, fuck. I've never seen a bigger bunch of pussies in my life. Hey, listen, mama. The bitch is worth a lot of money, but you and your fucking asshole friend, you're not even worth a bullet. Come on, man. What are you... Ja, Leute, ihr habt den Trailer gesehen. Ich hoffe, euch hat er ebenso umgehauen wie mich am Anfang. Klar, man kann sagen, Renderfilm, schön bearbeitet, soll gut aussehen, ist alles richtig. Trotzdem finde ich storymäßig gut. Man möchte direkt eigentlich das Spiel starten. Die Spielwelt, der Strand, und das passt alles gut zusammen. Direkt danach kommt knallharte Action. Ich möchte direkt erstmal was zu der Hintergrundstory erzählen, damit das erstmal so ein bisschen klar wird. Man ist Jason Brody, man ist eigentlich Tourist, man hat das ja gesehen, man ist mit seinen beiden Freunden unterwegs. Ich weiß nicht, ob es direkt danach passiert, vielleicht ist nach diesem Saufgelage irgendwas passiert, man wird auf jeden Fall gekidnappt. Vor den Augen von Jason Brody wird dann der Freund erschossen und plötzlich ist man ganz alleine, weil die Frau scheint auch nicht mehr da zu sein, ganz alleine gestrandet auf dieser mysteriösen Tropeninsel und es ist direkt klar, hier herrschen Gewalt und Gesetzlosigkeit vor. Und jetzt beginnt eben der eigene Weg von Brody, der natürlich auf Rache sinnt, weil sein Freund getötet wurde, aber auch sein eigener Kampf ums Überleben. Denn er ist jetzt isoliert auf der Insel und hat niemanden, ist vollkommen allein. Und ich glaube, genau so soll das Ganze auch wirken. Sehr emotional. Er muss jetzt lernen zu überleben und wie er auf der Insel zurechtkommt. Es wurde schon vorher deutlich in diversen Videos, Interviews mit Entwicklern, dass Jason Brody jemand ist, der glaubt, er kennt die Welt, weiß, wie die Menschen ticken und jetzt plötzlich realisiert, dass die Welt da draußen, die er gar nicht kannte, die er jetzt als Tourist kennenlernt, völlig anders ist, als er gedacht hat und er muss die, ja, selbst lernen, jetzt die neu zu entdecken. Und genau da startet das Spiel dann für einen selbst. Ich erinnere mich immer noch an Far Cry 2, damals in Afrika, mittlerweile ist man wieder im Dschungel. Das war schon sehr dramatisch, jetzt geht man hier eher zurück zum Anfang der Serie, quasi zu den Wurzeln des Spiels, alles unter dem Leitsatz,
du entscheidest, du als Spieler entscheidest, auf welche Weise gespielt wird. Jetzt muss man sich fragen, was heißt das? Ich werde das jetzt mal direkt auf die Situation, die jetzt gerade hier im Gameplay läuft, beziehen. Ihr erinnert euch vielleicht an das Gamescom-Gameplay. Damals ist der Spieler einfach Rambo-mäßig in die Basis reingerusht, hat mit Granaten um sich geworfen und alles zerstört. Hier sieht man, dass es auch anders geht. Hier der Spieler, der ist eher der Typ, der die Umgebung erkundet, sich eine Aussichtsposition sucht, sein Scharfschützengewehr zückt und dann erstmal ein paar Gegner weghaut. Und danach erst in die Basis tatsächlich eindringt. Es gibt aber noch viel mehr Wege. Es gibt noch den Weg, komplett sich anzuschleichen. Die Gegner wie Sam Fisher auszuschalten, nicht entdeckt zu werden, nur schallgedämpfte Waffen zu benutzen und das Ganze in die Richtung zu machen. Dann könnte man eventuell vom Wasser kommen, ein Patrouillenboot kapern und das Bordgeschütz in die Hände nehmen und erstmal alle Gegner am Strand wegbratzen. Man kann es aber auch, wie gesagt, Rambo-Style machen, reinrennen, Granaten werfen, alles zerstören, Explosion ohne Ende, überall spritzt Blut, so könnte es auch gehen. Ich hoffe, hier haben sie auf die KI der Gegner geachtet oder achten da noch drauf, einfach damit die Gegner auf die Situation, also auf die vielen verschiedenen Situationen, die dann kommen, reagieren können, dass sie möglicherweise bei einem Sniper in Deckung gehen oder bei einem Rambo auch eben, wie gesagt, Deckung suchen, aber einfach auf die Situation präzise reagieren. Das wäre schon für mich wichtig, dass die nicht einfach ja immer gleich reagieren, immer auf den Gegner einfach draufrennen, wenn eigentlich eine andere Taktik die sinnvollere wäre. Hier fällt auch direkt auf, dass man der Serie treu bleibt. Es geht immer noch bei diesem Einnehmen von so einer Basis, also das, was gerade passiert, immer noch um diese verschiedenen Punkte experimentieren, erstmal ausspähen, was macht der Gegner, planen, wie man die Gegner eventuell unter Druck setzen kann, wie man die Mission erfolgreich zu Ende bringen kann. Das plant man dann, man wartet ab auf den richtigen Moment, vielleicht sogar auf die Nacht, dann schlägt man zu. Gegebenenfalls muss man dann nach kurzer Zeit direkt wieder neu improvisieren, weil sich die Situation im Laufe der kurzen Zeit verändert hat. Vielleicht ist ein Heli dazugekommen oder ein Jeep mit Verstärkung ist angerückt, was auch immer. Und dann muss man schnell entscheiden, wählt man eher die subtile Angriffstaktik oder macht man einen auf Brachial, auf Rambo oder mischt man die beiden Taktiken eventuell sogar. Das sind die Fragen, die man dann im Spiel sich direkt stellt und ich hoffe, sie lassen einem diese Entscheidungsfreiheit, dass man immer selber entscheiden kann, wie wird das Spiel gespielt. Das wäre schon sehr wichtig. Was ich jetzt zu der Kampagne sagen kann, ihr erinnert euch wahrscheinlich alle an die Kampagne von Battlefield 3 oder MW3. Da gibt es immer so vordefinierte Pfade, da gibt es keinen Platz für eigenes Abenteuer, ich nenne das mal Korridorerfahrung, einfach weil man immer nur von Checkpoint zu Checkpoint rennt, man erlebt vorgeskriptete Ereignisse und alles ist immer sehr strukturiert. Das muss nicht unbedingt schlecht sein, Far Cry 3 setzt hier aber eher auf was anderes. Hier ist man eher so der Individualist, man kann alles erforschen, man kann alles entdecken, man muss sich an keine Strukturen halten. Und genau das nennen die Entwickler 360-Grad-Ansatz. Es werden dem Spiel einfach keine Grenzen gesetzt. Man kann die ganze Erfahrung, man kann die ganze Welt selbst erfahren. Man lebt die Rolle, die man selber wählt. Der Spieler setzt sich seine eigenen Limits und das Spiel gibt einem nur die Möglichkeiten dazu. Das klingt bis hierhin wirklich sehr gut. Es bleibt abzuwarten, ob sie das genauso umsetzen können. Aber ich finde, der Ansatz ist schon mal wirklich sehr gut. Jetzt geht's weiter. Was das Grafische betrifft, Far Cry 3 arbeitet immer noch mit dem Duninja Engine von Far Cry 2. Man sieht aber eine deutliche Verbesserung, also die Grafik hat schon eine beeindruckende Qualität, finde ich. Vor allem, wenn man bedenkt, dass diese ganzen Gameplays auf der Xbox gespielt worden sind. Da kann man nicht enttäuscht sein. Die Screenshots zeigen also genau das, was das Spiel dann tatsächlich auch am Ende, also wie das Spiel am Ende aussehen wird. Das haben ja auch viele Anspieler bestätigt, dass das Spiel wirklich extrem gut aussieht. Mittlerweile, wie gesagt, ist man nicht mehr in Afrika, sondern wieder auf einer tropischen Insel. Ich finde gut, dass sie viele Sachen, das wurde auch in diesen Interviews öfter mal erwähnt, viele gute Sachen aus Far Cry 2 übernommen haben. Da gab es ja damals als Beispiel jetzt dieses kleine Fernrohr. Jetzt gibt es eine Fotokamera, womit man die Basis des Gegners so ein bisschen ausspionieren kann. Man kann das Gebiet analysieren, man kann seinen Plan entwerfen, um das Ziel dann erreichen zu können. Das finde ich schon sehr überzeugend. Far Cry 3 ist logischerweise auch ein Open-World-Spiel, eine Spielwelt mit vielen Details, viel Abwechslung. Es soll bis zu 10-mal größer sein als Far Cry 2. Und das ist natürlich auch eine schöne Aufgabe für die Level-Designer, denn das muss eine realistische Welt sein, die muss gefährlich aussehen, gleichzeitig aber dieses Urlaubsgefühl irgendwie haben. Es ist ja diese Katastrophe, dass eigentlich alles so nach Urlaub aussieht und Spaß und auf einmal setzt diese Katastrophe ein.
Der Spieler muss einfach das Gefühl haben, dass das, was da gerade bei ihm passiert, wirklich passieren könnte an einem Ort wie diesen, wie bei Far Cry 3. Müssen wir eben sehen, ob das so gut umgesetzt wird, wie sie es versprochen haben. Auf jeden Fall zeigt das deutlich, wie flexibel und vielseitig Far Cry 3 ist. Man kann erforschen, man kann entdecken. Und genau das soll auch Spaß machen. Und das soll sich bei Far Cry 3 auch lohnen. Das haben die Entwickler immer wieder betont. Es soll sich einfach lohnen, wenn man bei Far Cry 3 einfach verschiedene Sachen selbst entdecken will und einfach versucht mal, die Welt für sich selbst so zu erfahren, zu entdecken. Jetzt gibt's einige neue Sachen, zum Beispiel das Ressourcensystem, das gehe ich später noch ein, natürlich wie immer Nebenmissionen und ein neues Erfahrungspunkte- und Skill-System. Es erinnert mich sehr an Skyrim, finde ich. Einfach weil man für erfolgreiche Missionen getötete Gegner bekommt man jetzt Erfahrungspunkte, dann kann man in der Stufe aufsteigen, bekommt verschiedene Fähigkeiten und Boni dazu. Und das ist einfach ganz einfach zu erklären. Brody ist kein Söldner, sondern ein vollkommen normaler Mensch, der Dinge erst lernen muss, um überhaupt die nächsten 5 Minuten überleben zu können. Und das ist genau das, warum es dieses System jetzt gibt. Ihr habt ja auch gerade auch gesehen, dass wenn man Gegner tötet, dass da immer so diese Punkte in der Mitte des Bildschirms aufploppen. Ist ähnlich wie bei MW3. Das soll den Spieler einfach immer wieder fordern, hat dieser Level Design Director gesagt. Das soll immer wieder den Spieler neue Herausforderungen geben und ihm das ganze Spiel über, ja, das Gefühl geben, dass er nicht einfach irgendwie die Punkte verteilen kann, sondern da schon ein System verfolgen sollte. Logischerweise kann man die Skills je nach Spielweise verbessern. Ist man eher so der Rambo mit den lauten, großen Waffen oder ist man der kleine Sam Fisher? Da kann man die Skills immer in die richtige, also in die eigene Spielweise verbessern. Dazu gibt's noch so Takedown-Varianten, ihr habt ja vorhin gesehen, ich glaube, es kommt später noch. Da tötet man einen Gegner von hinten mit dem Messer und wirft das Messer direkt auf einen paar Meter entfernt stehenden weiteren Gegner. Und genauso wird es auch Zusatzskills für den actionorientierten Skillbaum geben. Ich stelle mir das wirklich genauso vor wie bei Skyrim, aber das grundsätzlich abzugucken ist ja nicht verkehrt. Angekündigt sind 20 Stunden Spielzeit mindestens. Es soll viele abwechslungsreiche Nebenmissionen geben. Das war in Far Cry 2 ja auch eher ein Minuspunkt. Man kann beispielsweise das nächste Dorf besuchen, man kann die Einheimischen bequatschen, man kann Waffen kaufen, Ressourcen kaufen oder verkaufen, Missionen annehmen. Das bedeutet natürlich auch, dass es jetzt wieder eine Währung gibt und diesmal keine Diamanten, sondern wirkliches Geld. Dazu soll es 40 Waffen geben, die man modifizieren kann mit verschiedenen Upgrades. Auch hier ist natürlich klar, manche Waffen spielen eher dem actionorientierten Spieler in die Hände, andere mit einem Schalldämpfer zum Beispiel sind eher für diese Sam Fisher Leute, sage ich mal. Und dem Spieler werden die Waffen einfach zur Verfügung gestellt und er passt sie seinem Spielstil an. Das heißt, braucht er eine Waffe, die leise ist, nimmt er einen Schalldämpfer. Braucht er mehr Genauigkeit, nimmt er einen Stabilisator. Braucht er mehr Reichweite, nimmt er das Zielfernrohr. Und das passt einfach gut zusammen. Auch hier natürlich sieht man deutlich den Aspekt, dass man dem Spieler selber einfach das Gefühl geben möchte, dass er alles entscheiden kann und seine eigene Spielweise entscheidend ist. Dazu kommen viele glaubwürdige und verrückte Charaktere, die der Story mehr Spannung geben sollen. Es geht einfach nicht mehr nur um das Basisattackieren, es ist viel mehr mittlerweile. Es ist nicht mehr nur das, es ist auch einfach, man soll die Welt entdecken und einfach diese Erfahrungen machen und es soll alles sehr abwechslungsreich sein. Ich finde, bis jetzt klingt das alles sehr überzeugend, was die verschiedenen Entwickler da zu dem Spiel gesagt haben. Klar, logischerweise müssen wir abwarten, ob das am Ende alles so durchgesetzt wird, vor allem weil Far Cry 2 eine ziemliche Enttäuschung war. Aber ich finde, die Ansätze, so wie sie sie mitgeteilt haben, klingt das schon alles sehr gut und sehr nach, wir haben uns Gedanken gemacht, wir lassen das Schlechte weg. So weit, so gut. Das war der erste Teil. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Für den Fall, dass es euch gefallen hat, guckt euch gerne den zweiten Teil an. Die jetzt vollkommen neu, groß und abwechslungsreich sein soll. Die Entwickler haben immer wieder gesagt, es ist ihre Aufgabe gewesen, die Neugier des Spielers zu wecken. Sie wollten den Spieler dazu verführen, die Welt zu entdecken und ihn dafür auch zu belohnen. Sei es jetzt, dass man was Interessantes sieht wie ein Flugzeugwrack oder eine Dschungelruine. Dann soll einfach der Spieler das Gefühl haben, oh, dem sollte ich mal auf den Grund gehen. Was genau verbirgt sich jetzt dahinter? Und das wäre eigentlich mal was wirklich Neues, dass man auch wie bei Skyrim ähnlich diese Entdeckerlust verspürt, einfach mal diesen Höhlen und Ähnlichem auf den Grund zu gehen. Jetzt habe ich ja vorhin schon angesprochen, dass man Ressourcen sammeln kann. Das heißt, man kann Pflanzen pflücken,
Tiere jagen, diese Tiere dann, ja, den Tieren das Fell abziehen und diese Felle verkaufen, oder man kann toten Gegnern ihre Sachen wegnehmen, und das ist nicht nur Munition, sondern auch Items oder besondere Sachen wie Figuren, die man verkaufen kann. Ja, das ist eben was Neues, was damit reingebracht wurde. Jetzt kommt dazu natürlich diese richtige Währung, das Geld, dass man sich dann auch neue Ressourcen dann kaufen kann, nicht nur Munition, sondern auch, was weiß ich, neue Zielfernrohr oder ähnliches. Natürlich ist diese ganze Ressourcensache mit ein bisschen Risiko verbunden, einfach weil trifft man jetzt auf eine Bergziege oder trifft man auf einen Varan oder eine gefährliche Dschungelkatze, das ist immer so eine Geschichte. Ob man jetzt nachts im tiefsten Wald zwei Augen aufleuchten sieht und nur mit der Machete bewaffnet ist, was man dann als nächstes macht. Das heißt auch, dass der Dschungel eine Bedrohung darstellt, aber gleichzeitig sehr hilfreich sein kann. Und das ist, glaube ich, ein sehr schmaler Grat, auf dem man sich da bewegt. Dazu kommt einfach, dass man die Insel dann auch zu seinem eigenen Vorteil machen kann, den eigenen Vorteil ausnutzen. Man passt die Insel seinem Handeln an, die Insel passt sich dem Spieler selbst an, gibt dem Spieler, was er dann halt in dem Sinne braucht. Und kann auch bei bestimmten, vielleicht auch bei Gegnern, kann der Dschungel natürlich zum Vorteil werden, ganz klar. Jetzt gibt's auch, oder soll es ganz im Red Dead Redemption Style Pokerspiele geben in diesen verschiedenen Dörfern. Dazu kommen Schießaufgaben oder ähnliches. Und genau da kommt wieder dieser Punkt der Entwickler. Einfach, wenn ein Spieler immer etwas Bestimmtes machen will, dann muss das Spiel ihm die Möglichkeit geben und auch signalisieren, dass man es machen kann. Dass das Spiel einem die Möglichkeiten gibt, dass man einfach das, was man sich irgendwie im Entferntesten vorstellt, auch durchführen kann. Man kann jedes Gelände erforschen, man kann jede Waffe klauen, man kann jedes Vehikel benutzen. Also man ist in seinen Fähigkeiten, in seinen Möglichkeiten da quasi unbeschränkt. Und es scheint so, als hätten sie aus dem Vorgänger gelernt, jede Mission soll jetzt anders sein, der Spieler erlebt immer etwas Neues, weiß nie, was hinter der nächsten Ecke passiert, und das ist auch wichtig. Damit dieses Gefühl, man muss improvisieren, man muss sich immer auf was Neues gefasst sein, damit das Spiel interessant und spannend bleibt, und das war in Far Cry 2 ja überhaupt nicht der Fall, wenn die Missionen sich immer und immer wieder wiederholt haben. Jetzt gibt es auch die Möglichkeit, die Spielwelt zu ändern. Das heißt, man kann ganze Inselbezirke befrieden. Man muss sich das vorstellen, ähnlich wie bei Far Cry 2 gibt es dann so Außenposten, die man dann einnehmen kann. Es scheint aber so, als hätten sie daraus gelernt, denn diese Gegner, die dann bei diesem Außenposten waren, die kehren dann nicht mehr wieder. Man hat dann einfach seine Ruhe in dem Bezirk. Genauso wird es wieder Speicherhäuser geben, damit man eigentlich einfach so Platz hat, wo man zu Hause ist in der Welt. Ich hoffe trotzdem, dass es deutlich weniger Außenposten gibt. In Far Cry 2 war die Map ja voll davon. Einfach damit die Umgebung ein bisschen mehr Umgebung bleibt und nicht nur überall Häuser stehen und irgendwelche Außenposten an völlig sinnlosen Punkten. Das bedeutet natürlich auch, dass die Umgebung sich ändert und auch die Empfindung einfach anders wird, wenn man in so einem befriedeten Inselbezirk sich aufhält. Einfach weil dann normale Menschen, die gibt es mittlerweile nämlich auch bei Far Cry 3, auch mit einem Jeep rumfahren und man nicht sofort Angst haben muss, dass sich da ein Gegner befindet, der dann aussteigt und man sich das nächste Feuergefecht da rangeholt hat. Nein, es ist einfach so, dass man in so einem befriedeten Bezirk auch seine Ruhe hat. Man kann da in Ruhe seinen Entdeckungen und Ähnlichem nachgehen, was man auch immer vorhat. Dazu kommt jetzt eine Schnellreisefunktion, mit der man jederzeit zu den bereits erforschten Gebieten reisen kann. Finde ich auch eine sehr gute Neuerung, auch wenn es in Far Cry 2 sowas Ähnliches gab mit diesen Bussen. Jetzt sieht man hier übrigens das System, was ich gerade angesprochen habe. Der Gegner wird mit dem Messer getötet und das Messer wird sofort geworfen. Das ist eine von den Funktionen, die man später freischalten kann durch diese Skill Points. Das gehört jetzt auf jeden Fall eher in die Sam Fisher oder Stealth Abteilung. Finde ich ein sehr gutes Feature. Also die Schnellreisefunktion gibt es jetzt und ich kann euch nicht sagen, wie sehr ich mich über diesen möglichen Frieden in den Gebieten freue, denn das Respawn der Gegner bei Far Cry 2 war ja einfach die absolute Katastrophe. Immer wieder waren irgendwo Gegner und das haben sie wurde fest versprochen, dass das nicht mehr so wäre,
Und ich finde, das ist mein persönliches Highlight an all den Sachen, die ich gehört habe, gewesen. Und jetzt bleibt einfach nur zu hoffen, dass der 6. September nicht mehr allzu lange dauert und ich mich dann mit allen anderen auf dieses Spiel mal einlassen kann, auf diese neue Erfahrung. Ja, es bleibt einfach abzuwarten. Ja, die letzten Minuten werde ich euch jetzt mit dem Gameplay allein lassen. Ich hoffe, euch hat meine Analyse gefallen. Postet gerne was dazu in die Kommentare, wie ihr das findet, ob ihr euch auf das Spiel freut oder was ihr schlecht oder gut findet, ob ihr die neuen Verbesserungen ebenso gut heißt wie ich, oder vielleicht habt ihr auch eine Idee für ein anderes Spiel, was in naher Zukunft erscheinen soll, was ich vielleicht analysieren könnte. Auch das bitte gerne in die Kommentare. Ansonsten bis zum nächsten Mal, haut rein. Did I ever tell you the definition of insanity? Welcome to the world of Far Cry. Good luck. You're gonna need it. Check us out on Facebook for alternate walkthroughs in coming weeks.